Scheibchen, Freunde. Scheibchen. Ihr seht's, wir haben ihn hier stehen, nachdem ihr es uns, glaube ich, tausendmal gesagt hattet. Ja, es ist nicht der SoFlow SO4 Pro 2, es ist der normale, der einfach der SoFlow SO4 Pro Gen 1, so rum. Den Gen 2 müssen wir gucken, ob wir den auch noch irgendwie kriegen. Und ihr habt uns ja immer gesagt, das ist das Steigungsmonster wegen dem Getriebemotor und so weiter. Und ja, hier ist er. Zur Verfügung gestellt wurde er uns freundlicherweise von, ihr könnt es euch schon denken, richtig, Iohawk. Aber wir werden erstmal testen, wie der sich generell in der Steigung schlägt mit dem, oder gegen den Fritz. Ja. Mit dem Kampfgewicht von ungefähr 100, ja, so 101. 101 Kilo und ich wiege so knappe unter 80. Ja. Also haben wir ungefähr 20 Kilo Unterschied, was natürlich extrem viel ausmacht. Was ich jetzt extrem interessant finde, Freunde, ich kann ja schon mal sagen, wir sind mit dem Ding gerade schon mal ein paar Meter gefahren und ich bin maximal 10 von 10 enttäuscht gewesen darüber. Ja, ich auch. Weil wir sind damit vorher noch nicht so wirklich mit gefahren, aber was immer erzählt wurde mit der so krassen Steigung, also nein. Auf keinen Fall, nein, einfach nein. Der Gen 2, okay, den haben wir nicht, kann ich nichts zu sagen, den haben wir noch nie benutzt, noch nie gesehen, weiß ich nicht, da bin ich komplett ruhig. Aber nein, hundertprozentig nein. Wir gehen jetzt nämlich auf der auf die Suche vom SoFlow. Okay, das Problem ist, der hat keinen Zero Start. Der hat keinen Zero Start, was hier echt kacke ist, weil das ist halt die Übersteigung. Ja. Der Legacy ist mit mir hier drauf nicht hochgekommen. Der einzige Scooter, der mich bisher hier hochgebracht hat, war der Legacy 2.0. Sonst keiner. Sogar Fritz, Paul, konntest du alle vergessen. Aber vielleicht schafft es ja der SoFlow. Also ich denke mal, der Pro 2, weil alle meinen ja immer, der ist so krass, sollte mich da hochkriegen. Aber der Pro 1, ich kann ja schon mal spoilern. Schauen wir mal. Nicht mal im Ansatz. Alter, wenn ich jetzt nicht schon hochrobben muss, damit der überhaupt anspringt, ist natürlich kacke. Ja, ist hier ein bisschen blöd wegen dem Zero-Start. Der SoFlow gehört uns nicht und ich weiß nicht, ob man das in der App einstellen kann. Wir können uns jetzt auch nicht anmelden. Ach, jetzt hat er gepackt. 7, 7, 7, 7, 6, 6, 7, 8. So, jetzt schauen wir mal, was der Fritz in der Steigung schafft. Der ist jetzt nicht mehr ganz voll im Gegensatz zum SoFlow. Wir haben gerade mit dem das Video zum Scootertreffen gedreht. Der hat aber Zero Start, was natürlich ein Vorteil ist. Alter, du merkst deutlich, der hat mehr Leistung. 8, 9, 8, 7, 8, 9. Ja, so 8 bis 9. Also er ist auf jeden Fall mit mir, hat der Fritz gewonnen. Im Gegensatz zu dem Getriebemotor vom S04 Pro. Und jetzt sagen alle, wow. Wow, wer hätte das gedacht? Also wie gesagt, ich denke mal, ihr habt alle den Pro 2 gemeint. Kamera hat noch 20% Akku, müssen ein bisschen beilen, halt mal kurz. Weil ich kann euch sagen, der hier, den kannst du vergessen. So, jetzt wird's erstmal müssen wir gucken, ob wir den in Schwung kriegen. Das ist halt auch, das ist halt hier die größte Challenge, auf diese 5 km/h überhaupt zu kommen, weil das ist so steil. Ja. Du musst deinen Fuß am besten nicht draufstellen. Erst danach so. Also gar nicht. Nein, also null. Überhaupt null. 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 Hätte ich gar nicht hochgekriegt. Der ist ausgerollt mit einfach zu fett. Ich meine, so hat er schon Kraft, aber gar kein Vergleich, wa? Brauchen es nicht versuchen. Jetzt mal zum Vergleich den Fritz. Also, wenn Firma SoFlow zugucken sollte, ihr könnt uns von mir aus auch nur einen ausleihen. Dann haben wir hier quasi immer den absoluten. Nie wieder. Vielleicht klauen wir euch den. Dann haben wir wenigstens an jeder Steigung so einen Spitzenwert. So, das wäre mal was. So, Freunde. Jetzt Fritz mit 4 Balken Akku noch. Ja, ich habe abgenommen seit dem letzten Test, wie ihr seht. Komme ich nämlich jetzt hier knapp hoch. Besser als beim letzten Mal. Hier ist schon eine Übersteigung. Pff, ah. Ich sag mal, wenn du nicht so wie so ein Penner fahren würdest, dann hättest du. Weißt du, was ich krass finde? Beim letzten Mal, als wir hier waren, hatte ich, glaube ich, 106 Kilo und jetzt habe ich 101 Kilo, was das einen Unterschied macht. Ja. Beim letzten Mal bin ich gar nicht hochgekommen. Das ist wirklich krass. Jetzt nächsten Monat nochmal und dann schafft mich vielleicht doch der 1S irgendwann hier hoch. Ich glaube, der 1S wird nicht mal ohne Fahrer hier hochkommen. Ich sag mal so, wenn jemand Kontakt zu ESCO oder Hersteller sagt, wir müssen irgendwas testen, was da hochkommt, was richtig krass ist, immer her damit. Aber bis jetzt können wir sagen, der iWork Legacy
2.0, wichtig. 2.0 ist immer noch ein Steigungsmonster bei zugelassenen deutschen Scootern. Ja, der Dualmotor macht so viel aus. VMAX Volx 2 Pro wäre auch mal interessant, hier hochzufahren, weil der soll ja auch krass sein. Ja. Würde mich echt mal interessieren. Also Freunde, wenn vielleicht auch einer von euch so ein Ding hat und sagt, ja, ich komme hier mal nach Wesel und teste mit euch, ja, heißt ja nicht, dass wir sowas immer nur machen, wenn wir die Scooter danach geschenkt kriegen. Das ist ja Schwachsinn. Uns geht es halt darum, ihr sagt alle, der ist so krass, dann wollen wir natürlich auch sehen, wie krass der ist und wollen natürlich dann hier den Spitzenwert aufstellen. Der Spitzenwert hat momentan der Legacy 2.0. Mit 10 zumindest oder 12 km/h oder so. Ja, das war krass. Ja. Zumindest bei unserer Messung, aber ja, da fehlt halt noch was krasseres. Deswegen, Freunde, wenn einer von euch dieses Ding in SO4 Pro 11 auf jeden Fall den neueren davon hat, der so abgeht, sagt mal Bescheid. Kommt mal vorbei, dann machen wir das hier. Ja. So, dann gleiche gilt für den VMAX Volx 2 Pro. Alter, so viele. Ja, so SO, VMAX Volx 2. Dann so VMAX Volx 2 Pro. Ne, gar nicht. Dann so VMAX Volx 2 GT. Ja. Dann VMAX Volx 2 Pro GT. Ja. Bald kommt noch VMAX Volx 2 S16 Ultra. GT Pro Max. Ja, Alter. In der anderen Edition. Naja, auf jeden Fall hat er jetzt nicht abgeliefert. Schade eigentlich, aber war uns eigentlich schon fast klar. Ja, das ist. Aber trotzdem, an alle sagen, der Soufflé ist der krasseste, was es gibt. Also der hier auf jeden Fall nicht, das haben wir jetzt bewiesen. Jetzt müssen wir noch den Pro, den Soflow SO4 Pro Gen 2. Nee, sowas, keine Ahnung. So, das Ding brauchen wir jetzt noch. Und dann müssen wir nochmal gucken. Also, wenn irgendjemand zuguckt, der uns den ausleiht, leiht uns den aus, kommt hier hin, wird lustig und dann gucken wir mal, was das Ding abreißt. Ja. Und ansonsten, Freunde, abonniert diesen Kanal. 72% der Zuschauer haben diesen Kanal nicht abonniert. Ich frage mich, warum? 72? Ja. War nicht 77? Stimmt, 77% oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Menge Leute haben den Kanal nicht abonniert. Was soll er? Abonniert doch einfach mal, wenn er heißt. Vor allen Dingen von den wiederkehrenden Zuschauern, von den Zuschauern, die mehr als 2 Videos gesehen haben, haben sich 77% der Leute gedacht, nö, das sind Penner. Gut, Freunde, reicht das mit dem Mist. Tschüss. Ciao.